Vor allen Dingen bei Gegnern, die eine sehr schnelle Einheit hat. Was? Du willst nach Sparta rein? Paket für mich, yay! Das ist ein Heißluftföhn für das Resin, was ich gerade mache. Wie, du gehst jetzt nach unten? Moment. Komme ich vor dir an? Nee, komme ich nicht. Soll ich in Gewaltmarsch hier hingehen und darauf hoffen, dass er mich angreift? Weil dann nimmt er mich in Hinterhalt. Und das würde ich auch gewinnen. Pushart ist noch nicht da, Sarah. Leider, leider. Das ist gerade unpraktisch. Das Gute ist hier, Athen macht gerade Makedonien platt. Okay, ich gehe mal so weit ich gehen kann. Und mach das Beste draus. Und selbst wenn er das erobert, dann erobere ich es halt nächste Runde zurück. Sabotageversuch, alles gut. Dann mache ich hier mal einen zweiten. Ich habe keinen. Doch. Eine zweite Armee auf. Und ja. Wie, der geht einfach durch. Der kann da doch nicht einfach durchgehen. Die sind doch im Zoff. Warte, sind die im Krieg? Weil wenn die im Krieg sind, dann hat er gerade geschummelt. So, du willst zu meinen Verbündeten durch. Kein Problem. Macht einfach die Grenze auf. Glorreiche Niederlage. Klo mit KLO. Ja, okay. Dann hole ich mir mal Schokolade. Zum Glück haben wir gerade einen General reingehauen. Weil der kann vielleicht was machen. Und auch gut, dass wir hier in Larissa eine Hoplitenkaserne drin haben. Weil dadurch haben wir sehr viele Pikeniere. Spartanische Piken! Zu Befehl! Eure Befehle? Geh da hin. Zu Befehl! Jawohl, zu Befehl. Zu euren Diensten! Eigentlich so. Nummer 1. Nummer 2. Geschossinfanterie! So, dann schauen wir mal. Speerinfanterie zu euren Diensten! Jugendliche! Die kleinen Jugendlichen kommen hier hin. Weil ich stelle sie mal so hin. Weil, also, ein Grund ist, wenn man sie so hinstellt, dann kann es sehr gut passieren, dass er hier seine Armee aufteilt. Und hier, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er komplett hier reingeht. Weil dann ist er hier so ein Knödel. Die da passen ganz gut auf. Und dann schleichen wir uns von hinten rein. Das klingt schmutzig. Und dann machen wir Kaboom. Genau. Nur so als kleiner Gedanke. Alter, diese Donner und Gewitter. Jugendlichen haben wir schon. Die Kavallerie machen wir mal hier hin. Die können wir ja nicht benutzen. So. So, Flo, hey. Auch mal da. Ja, die ganzen Videos hast du leider verpasst. So. Aber dass du mit Jugendlichen kämpfst, ist schon fragwürdig. Ey, die wollen das so. Und wir sind Spartaner, die kämpfen schon als Kleinkind.
In der Wiege wird ihnen schon ein Schwert reingelegt. So. Kommandant, die Geniere formt eine Phalanx. Gut, sieht momentan ziemlich gut aus, dass er. Ja, doch. Dass er komplett hier rein schlawinert. Ich will mal hier die da angreifen, weil Schwerträger, die machen schon leicht. Leicht Schaden bei den Pikinieren. Okay, jetzt kann ich langsam losgehen. Jo. Im Chat wird er jetzt völlig ausgerastet. Königliche Sparta! So. Oh! Da haben wir noch welche. Ja, cool. So, ich warte, bis die Hopliten hier auch reingehen. Nein, 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 das machst du nicht. Nein, 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 warte mal, ich geh mal wieder zurück. Voll lustig, hier sieht man, dass die versteckt sind, aber vor der KI sind sie nicht versteckt. Jetzt kommen sie wieder, egal. Egal, gegen eine Einheit kann ich noch was ausrichten. Du motivierst den mal. Okay, der weiß gerade nicht wirklich, wohin er will. Das ist ganz gut. Hier sind die Pelltasten. So. Alter, das ist so ein. Alter, so ein Gewusel. Bin echt froh, dass ich nicht in so einer Pikinier-Phalanx damals gesteckt habe. Unser General wird angegriffen. Das ist halt schon Massaker. So, das ist der Punkt für meinen General. Okay, jetzt fängt er wirklich an, hier durchzubrechen. Das ist surprising. Was machst du denn da drin? Na komm. Ach komm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Ich würde so gerne die Kavallerie benutzen. Warte mal. Dann steigt sie halt ab. Was macht ihr da? Weiter angreifen. Wir brauchen euch. So. General!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ein General ist schon echt nicht schlecht. Ja, hier. Bitte auf die. Auf die Pikiniere. So, den einen haben wir flankiert, das ist gut. Das versuchen wir jetzt. Ah, das sind auch nochmal Pikiniere. Warte, bitte hier auf die drauf gehen. Gut, gut, gut. Das ist gerade sehr gut, was hier passiert. Außer das da. Wobei, es sind Jugendliche, also es geht schon. Gut. Mein General macht halt die ganze Arbeit. Okay. Ich meine, die ganzen Pferde sind hier ja voll in Sicherheit. So. Ah, okay, okay, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, dann sind die nächsten Nahkämpfer vor Ort. Okay, dich tue ich mal kurz raus. Ich versuche hier dann in den Rücken zu gehen von den Pikinieren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jugendliche, verstanden. Befehl verstanden. Ein zum Einsatz. Feuert auf den Kolben. Befehle, wie ihr Befehl. Okay, das ist jetzt ziemlich gut, dass ich hier in den Rücken gegangen bin. Oder gehen konnte. Jetzt hier gegen den. Das Rot. Der zweite ist. Okay, das schaffe ich. Ah, okay. Puh! Das war ziemlich anstrengend. Hatte ich hier Kavallerie. Oh, hey, Lautra. Oh, verdammt, oh, verdammt. Nee, nee. Da muss ich wieder zurück. Okay, hab schon einen riesen Ford Galaxy Schlitten 76er Sitzer von meinem Dad gefahren und sicher echt entspannt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Gut. Warte, ich will den General hier noch töten. Feindliche General ist tot. Oh Gott, war das anstrengend. Gut, also. Ab jetzt heißt es wohl, kein Pferd wird heute sterben. genau. Ist gerade in der Werkstatt. Okay.
Aber ich bin mal echt gespannt, ob Athen. Alter, alle haben überlebt, das ist super. Und ich bekomme noch 1000 dafür. Ob Athen mit Makedonien Krieg hat. Weil wenn ja, zum Glück ist Epiros nicht so clever und greift Larissa an. Genau, also schon wieder solche was. Ah, gut, gut. Warte, Athen. Wir müssen mal reden. Na gut, ihr seid nicht befeindet. Na gut. Okay, dann ist es verständlich, dass er da durch kann. Oh, ich dachte, die wären schon Feinde hier. Ich bewege mich unbemerkt. Das ist ja wunderschön, dass du dich unbemerkt bewegst. Was für ein Fight. So, wieso stellt er sich dann hier so auf? Das wär viel besser, wenn er sich hier so aufstellen würde. Weil das hat mir jetzt falsche Hoffnung gemacht. So ein Schlawiner. Ah. So. Okay, dass er jetzt da unten ist, ist für mich ganz... Ja, okay, vergiss es. Er hat sich eingebunkert. Wobei, das könnte ich trotzdem schaffen. Das könnte ich trotzdem schaffen. Okay, jetzt kann ich mir auch Würdenträger holen. Ich mach mal... Der Moral haben eigentlich die Spartaner genug. Ich will... Rekrutierungskosten von Söldnern. Verstärkungsraten. Okay. Ja, Rekrutierungskosten sind an sich gerade nicht verkehrt. So. Ja, dann werden wir den mal angreifen. Lautra, weißt du, wie die Challenge funktioniert, die er spielt? Vielleicht könnte man sie in einen Hinterhalt locken. An sich ja. Aber ich will euch mal zeigen. Warte mal. Okay, vergiss es. Ich habe jetzt abgebrochen. Weil nämlich, naja, er hat Pikeniere. Also gegen Pikeniere in einer Befestigung zu kämpfen, ist extrem schwer. Rike ist ja ganz, ganz stolz drauf, dass er diesen Befehl machen kann. Bei jeder Möglichkeit, also ja. Bei jeder Möglichkeit macht er das. aber da muss ich, glaube ich, noch einen Timer setzen. Wobei da, glaube ich, ein Timer ist. Also quasi, dass man es nur alle 5 Minuten oder so machen kann. Nicht speichern ist doch kacke. Ja. Also das mit nicht speichern ist quasi damit gemeint, dass ich kein, also vor allem Kampf nicht speichern kann und nicht speichern kann und dann wenn ich verliere, dann nochmal neu. Genau, hier ist die Niederlage eigentlich. Okay, er hat nur einmal Pikiniere. Ja, plus sein General. Aber das müsste ich eigentlich gewinnen. Also wenn ich das
verliere, dann ist, finde ich es komisch. Aber ich mach's sogar ein bisschen anders dieses Mal. Spartanische Piken! Piken Phalanx! Kommandant! Wie ihr befehlt! Piken ihre! Ah, diese Hauskanten in Rome sind halt echt ein bisschen blöd. Das doch so wie da. Na gut, dann mache ich es mal ein bisschen anders. General! Und da ist der General. Gut. Ich mache das so, aus dem folgenden Grund. Dann können die Steinschleuderer früher anfangen anzugreifen. Genau. Und die Jugendlichen, die passen hier wieder auf und gehen dann mit den Speerkämpfern nach hinten. Wieder die gleiche Taktik. Ich erwarte eure Befehle. Ja, ich erwarte gutes Kämpfen. So. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danken. Ja. Doch auch wir Sterblichen müssen unseren Beitrag leisten. Kämpfe mit Ehre und alles wird gut. Sparta! Und alles wird gut. Howdy, Pater. Steinschleuderer! So, ihr, euch brauche ich hier. Euch brauche ich hier, die brauche ich da. Doppelte Geschwindigkeit! So. Und wieder schön die Kavallerie verschwenden. Die Armpferde. Ich weiß echt nicht, warum der das macht. Diese Peltasten könnten... Also, wenn ich verliere, dann dieses Mal nicht wegen den feindlichen Pekinieren, sondern wegen den... wegen den Peltasten. Die Söldner-Peltasten sind... die haben gute... Rüstungsdurchschlag. Action. Ja, ich warte noch ein bisschen. Mal schauen, hier sterben schon viele von denen. Steig hier schon mal ab. Schnell, ihr müsst jetzt schnell sein und die blöden Fernkämpfer aufhalten, bevor die hier... Warte mal. Ich mach das jetzt anders. Befehl verstanden. Unser General wird angegriffen. Periodische Pikeniere. Spartaner! General!
Jetzt volle Kanne rein. Ich warte noch, bis der hier reingeht. Sehr schön. Schau mal, wie hier so diese Kante nicht bespielbar ist. Das ist echt nervig. Nein, oh Gott. So. Jetzt den weg. Das darf nicht passieren. Alle auf den General. Ach, jetzt greift er mich an, oder was? Ja, natürlich greift er mich an. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, hier auch rein. Das ist unangenehm. Hier weg. Hier hin. Habt ihr es dann bald? Das sind nur Axtkämpfer. Aber ich glaube, wir haben es jetzt. Die Männer wanken. Ah, doch nicht. Hier ist auf jeden Fall. So, wie sieht's da aus? Auf jeden Fall nicht gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich versuche mal mit dem General hier durchzukommen. Müsste jetzt auch ein bisschen mehr Schaden machen an ihm. Die halten wirklich gut aus gerade. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eure Befehle zu Befehl. Okay, ich glaube, jetzt stirbt mein General. Warte, das ist mein General, der da. Wo ist die Fahne? Da ist er. Ja. Mach doch mal diese blöden Axtkämpfer weg, was ist denn los? Ja, okay, das sind nur Periwikischen. Diese Periwikischen, die kann man nicht, denen kann man nicht trauen. Naja. So, aber auf jeden Fall ist es ganz gut, dass hier jetzt die Fernkämpfer in den Rücken von den Hopliten schießen. Das muss auf jeden Fall jetzt knacken. Lauter, hättest du gerne in der Antike gelebt oder Mittelalter? Es kommt ganz stark drauf an, wo man lebt. Also im Mittelalter hätte ich nicht gerne im Norden gelebt, also in Germanien oder so. Im Süden vielleicht schon.
Rom, weiß ich nicht, ob ich da gerne gelebt hätte. Auf jeden Fall nicht in der Hauptstadt Rom. Weil was da... Also da war es ja selbst für unsere... für unsere Maßstäbe eine Großstadt. Ja, und Mittelalter. Boah, hui. Das ist eine schwierige Frage. Da war schon eine krasse Zeit, alles wegen Kämpfen und so. Ja, also die Kämpfe waren wirklich an der Tagesordnung. Ich meine, wenn man sich... also vor allen Dingen im Mittelalter, wenn man sich die ganzen Bischofhäuser, Vasallen und die ganzen... Das war ja so ein krasser Flickenteppich da in Europa. Ja, man hat ja wegen jedem Scheiß Krieg angefangen, das ist halt echt krass. Danke.